Hallo und herzlich willkommen hier am Freitagabend aus der Passauer Eisarena zur heutigen Partie der Passauer Blackhawks gegen die Alligators aus Höchstadt. Ja, dann geht hier die Scheibe raus, gibt kein Icing. Und wieder die Passauer, Elias Rott. Oh, da hat der Torwart jetzt nicht gut ausgeschaut. Elias Rott bekommt hier die Scheibe, zieht dann ein paar Meter Richtung Drittel und dann netzt er hier ein zur frühen Führung für die Passauer. Ja, na, Nico Zimmermann da nicht gut ausgeschaut bei der Fanghandseite. Ja, das ist ja auch genau das Spiel, das Thomas Vogel im Passauer sehen will, dass man hier wirklich mit vier Reihen Vollgas gibt. Nächster guter Abschluss. Schembri unheimlich schnell. Ah, da wollte er zurücklegen. Und jetzt wird es wieder gefährlich. Jetzt gibt es die Chance für die Gäste. Ah. Tor! Ja, verdient 1:1. Ja, da ist er, der Ausgleich. Ja, hat sich angedeutet, auch verdient. Marco Eisenhut konnte noch mal reagieren mit Schoner, aber dann der Nachschuss drin. Passer wieder da. Oh, schön. Außennetz. David Seidel. Und Schembri geht nach, gewinnt die Scheibe wieder Seidel. Er hat jetzt ein bisschen jetzt Platz. Und Scheibe geht durch. Oh nein, den habe ich schon drin gesehen. Wie ist denn der noch daneben? Wieder Serikov. Behauptet die Scheibe. Schuss. Oh, Tor! Tor für die Passauer Blackhawks. Das 2:1. Ja, genau wie im ersten Drittel. Gleich am Anfang das Tor für die Passauer abgefälscht. Da war noch Schläger dran. Da war noch ein Schläger dran, ja. Und die Gäste monieren auch hoher Stock. Ja, hoher Stock war es jetzt nicht. Das kann man jetzt schon sagen. Also ich bin auch der Meinung, wer Bieren getroffen hat, war das unter der Latte. Kann man wiederholen nochmal? Ich glaube, Böhm war es, der da im Slot steht. Ah. Er hat den Stock zunächst schon sehr hoch. Ja, Ablage misslingt dann etwas, aber gut dazwischen. Ein schöner Pass von Schembri auf Seidel. Seidel legt quer. Oh, Riesenchance, der Blackhawks. Verzögert, legt er schön ab, aber gut verteidigt. Hat er eigentlich gut gemacht, der René Röttke, die Scheibe mitgenommen. Jetzt wird es gefährlich. Nein, ich wollte nur sagen, der Nico Jocki, der Finne, ist irgendwie für mich. Ja, wieder Nico Sauer. Oh, guter Pass, ja, guter Abschluss. Anton Seewald liegt zurück an die blaue Linie. Janitz, ja, zieht ab, Scheibe frei. Wow, traumhaft, diese Paraden von Marco Eisenhut. Hut ab, das ist ja Wahnsinn. Jetzt geht der, jetzt ist der. Und Elias Rott ist durch. Schau mal, Elias. Und, ah, kommt der Pass nicht. Ja, die Gäste stellen noch drei Sekunden. Die Wege jetzt zu. Wird, muss der Abschluss kommen. Gäste wieder komplett. Geiger hat einen Schuss. Ah, schau. Die Gäste wieder in der Aufstellung. Scheibe kreist da. Ah, Faroui, ja, fast raus. Tor! Ja, da ist es passiert. 2:2. In Überzahl. Ja, da hat man Fadö schießen lassen. Vielleicht war da ein Schläger noch dran. Aber schön durchgetankt von, ja, Dominik Groß. René Röttke, Scheibe zur Mitte. Sevchenko. Schöner Schuss, aber auch schöne Parade. Scheibe geht nach dem Bulli an die Passauer. Ah, gut dazwischen gegangen. Konterchance für die Gäste. Aber Marco Eisenhut. Ja, schauen wir mal, was der quirlige Angreifer im Penalty schießen kann. Ja! Andrew Schembri. Tor. Ah, der nimmt da die Latte, wow, mit. Schönes Tor. Und jetzt, wenn jetzt Marco Eisenhut hält. Ja, jetzt muss Mastic treffen, sonst ist es vorbei. Sonst bleibt der Zusatzpunkt in Passau.
Und Marco Eisnuth sehr konzentriert im Tor. Schauen wir, Marco Mastic. Und Eisnuth, und der Zusatzpunkt geht nach Passau. Zwei Punkte gehen nach Passau, einer nach Höchstadt. 3:2 gewinnen die Passau Blackhawks. Ein hart umkämpftes Spiel.